DM Creative, der größte Bastelshop der Schweiz, hat uns ein prall gefülltes Paket mit Bastelmaterialien geschickt. Bleibt dran, denn heute wird es einhörnig mega kreativ. In diesem Video zeigen wir euch, wie ihr mit dem tollen Bastelmaterial von IM Creative und Tobi Lotta zwei tolle DIY-Ideen für Kinder umsetzen könnt. Wir fangen mit der ersten DIY-Idee an. Wir nehmen uns eine Papiertüte zur Hand und falten den oberen Teil zur Mitte. Die beiden Ecken runden wir ab. Nehmen uns ein Stückchen rosarotes Papier, runden die Ecken ab, bringen oben etwas Kleber an und kleben das abgerundete rosarote Papier an der Lasche an. Aus Glitterkarton schneiden wir uns ein Horn, welches wir hinten an der Tüte ankleben. Hier und da kleben wir ein paar Blümchen auf und zeichnen die Augen ein. Schaut mal, was für wunderschönes Designerpapier wir von IM Creative erhalten haben. Wir nehmen dieses hier. Schneiden uns daraus ein kleines Stückchen aus, falten es zur Mitte und schneiden einen runden Kreis aus. In dieser Technik hat man dann zwei Kreise. Einer kleben wir rechts, einer links und zeichnen den Mund und die Nase ein. Und so einfach hat man eine richtig süße einhörnische Mitbringseltüte gebastelt, die ihr mit Süßigkeiten oder kleinen Geschenken befüllen könnt. Und weiter geht's mit der nächsten Idee. Da haben wir ein süßes rosarotes Töpfchen erhalten, welches wir mit Washi-Tape oben etwas dekorieren. Natürlich könnt ihr die Washi-Tape-Farben nehmen, die euch am besten gefallen, oder auch Glitzer-Tape verwenden. Dann bringen wir oben ein paar Blümchen an und dekorieren die Seiten mit bunten Pompons. Aus Glitterpapier schneiden wir uns ein Horn und kleben es an der Topfinnenseite an. Auf ein Stück Papier zeichnen wir uns zwei Augen ein. Die wir ausschneiden und am Töpfchen kleben. Aus Buntpapier schneiden wir uns einen ovalen Kreis, kleben es ebenfalls am Töpfchen an, zeichnen uns die Mundteile ein und dann fehlt nur noch eine tolle Sukkulente oder ein anderes Pflänzchen und schon hat man eine wunderschöne Zimmerdeko gebastelt und das alles im Handumdrehen. Macht diese einhörnische Bastelideen nach und falls ihr noch mehr basteln wollt, dann schaut ganz gerne bei IM Creative oder bei uns im Bastelshop vorbei. Wir haben viele tolle Bastelvorlagen für euch. Tobi Lotta, CH.